Alles Neue macht der Mai. Ja, bei WeCycle aber schon im April 2019 0% Finanzierung ab 499 Euro jetzt durchstarten. Und wir haben zufälligerweise ein Fahrrad hier, was gehalten wird von einer ganz tollen Frau, die auch bei WeCycle arbeitet, die aber nicht genannt werden möchte mit Namen. Und hier ist der Chef des Hauses. Es ist deine Frau, oder? Ja, richtig, ist meine Frau. Genau, sie arbeitet nämlich auch hier mit. Sie will aber nichts sagen, das ist in Ordnung. Ja, das ist ein tolles Fahrrad, tolle Frau. Es kostet 3.599 Euro durch 36, denn ich sag mal, die 0% Finanzierung geht maximal 36 Monate, gell? Richtig, genau. Und ohne Frau. Die ist nicht dabei, aber die haben die meisten ja zu Hause. Aber es wäre zum Beispiel auch ein tolles Fahrrad für eine Frau, oder? Ja, durchaus, klar. Ja, es hängt von der Größe ab. Es gibt verschiedene Größen? Gibt es in verschiedenen Rahmengrößen, natürlich. Ja, wir zeigen das mal gerade. Also durch 36 wäre also knapp ein Huni im Monat. Das Ganze ist sehr, sehr unkompliziert. Ja, vielen, vielen Dank erstmal an die Frau. Du darfst das Fahrrad wieder reinfahren, denn wir haben Angst, dass es, wenn es hier draußen steht, haben wir gleich zwei. Das ist so. Nee, also das hier in St. Wendel ist ja okay. Es wird durch 36 geteilt einfach. Wir haben null Finanzierungskosten. Es gibt keine einmaligen Kosten, irgendwas, nichts. Nein, gar nichts. Also wir müssen nur dementsprechend den Antrag ausfüllen. Das Ganze läuft über die Konsorsfinanz. Okay. Ist super unkompliziert. Ich brauche nur den Personalausweis und eine EC-Karte vom Kunden. Und innerhalb von 10, 15 Minuten, bis ich alles eingegeben habe oder die Kollegen, ist im Prinzip dann auch die Genehmigung durchaus schon da. Ja, das Ganze gilt einmal hier in St. Wendel und das gleiche nochmal in Riegelsberg. Da hat man einen ganz tollen großen Laden. Die 0% Finanzierung, wie funktioniert das denn? Wer übernimmt denn dann die Kosten? Ja, ein Teil die Bank und den anderen Teil wir. Ist eine Aktion quasi. Ist eine Aktion, von der Bank. Richtig, genau. Okay, damit die Leute es auch verstehen, weil dann denken die, naja, irgendeiner muss es ja bezahlen, es gibt ja nichts umsonst, ne? Richtig, auch die Bank macht nichts umsonst. So, hier sind wir in deinem Laden drin. Wir haben schon ein paar Videos gemacht und du bietest alles an. Das heißt, du hast, ich sag mal, vom Rennrad über ein Mountainbike, über E-Bikes, über Kinderfahrräder, alles. Genau, wir bieten alles an. Von klein bis groß, High-End etc. So, du hast einen Taschenrechner? Ja. Genau, den haben wir nämlich eingesteckt. Das ist eine Marke, die du hast. Die habe ich jetzt schon mal am Leinfahrt in Saarbrücken schon ein paar Mal gesehen. Also die Leute fahren auch, ich habe das Gefühl, der Kopf ist ein bisschen höher, wenn man ein solches Fahrrad fährt. Es ist nämlich von Husqvarna. Husqvarna. Machen normalerweise Kettensägen und so. Kettensägen, richtig, Motorräder und durchaus auch Fahrräder. Ja, die machen das gut? Die machen das super. Also wirklich tolles Konzept. Rein E-Bike basierend, mit einer schönen kleinen Kollektion von wirklich High-End Mountainbike im vollgefederten Bereich, aber auch Trekkingrad, Tiefeinstieg. Also eine wirklich schöne kleine Kollektion. Ja, das Schöne ist auch hier zum Beispiel, das ist jetzt hier in Matt, in Silbermetallic, nee, in Blau-Silbermetallic ist es mit drin. Optisch ein echter Hingucker. Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch die Übergänge zwischen Glanz und Matt ist ein Verfahren, was nur bei Husqvarna so verwendet wird. Und dadurch haben wir wirklich tolle Übergänge, die sehr genau sind. Und das ist halt nochmal so eine Eigenständigkeit zu dieser Marke. Ja, der Trend geht ja auch zur absoluten Reduktion. Das heißt, man sieht vielen E-Bikes gar nicht mehr an, dass es ein E-Bike ist. Das ist auch hier der Fall. Der Motor ist sehr, sehr klein und dezent. Es ist einer von Shimano, Weltmarktführer. Genau, von Shimano, der M8000, der wirklich mit der kompakteste Motor im Markt ist und hier natürlich auch schön eingelassen ist. Also Weltmarktführer für Schaltung, sagen wir es mal so. Ich glaube, bei Motoren, da sind die schwer am Kommen. Aber hier sieht man zum Beispiel das ganze Display und so, weniger ist mehr. Das ist alles, was noch übrig ist, aber langt, oder? Das langt. Und vor allen Dingen der schöne Startknopf, wie wo wir es vom Auto her kennen. Auch solche Sachen sind schöne Details bei diesen Rädern. Ja, das Rad ist nicht ganz umsonst. Es kostet wie viel? 4.599 Euro. 4.599, zeig mal den Taschenrechner. 4.599 durch 36 macht 127,75 Euro. 127,75 Euro. Ich komme zu dir, bringe die EC-Karte mit, Personalausweis. Will das Fahrrad haben und du brauchst wie lange dafür für die Freigabe? 10 Minuten, Viertelstunde. 10 Minuten. Unkompliziert wird denn vom Konto abgebucht monatlich? Genau, von dem Konto, wo die EC-Karte herstammt. Und nach längstens 3 Jahren, es gehört mir sowieso direkt, richtig? Richtig, genau. Also im Prinzip kann der Vertrag auch vorher schon abgelöst werden. Nach 6 Monaten ist das möglich, wenn der Kunde das möchte. Das geht auch. Aber bei einer 0% Finanzierung macht es vielleicht keinen Sinn. Ja. Macht keinen Sinn, ne? Darf man auch 2 Fahrräder kaufen, wenn die Bonität es zulässt? Klar, kein Problem, auch 3. Zeig mir mal 2 Fahrräder für jemand, der gerne mal Touren fährt. Ein Tourenrad mal, als E-Bike. Ja, komm, zeige ich dir was. So, das habe ich ihm vorher nicht gesagt, gemein. Aber ich könnte ja auch ein Kunde sein. Guck mal, ich nehme das hier. Ja. Das Bergamont Evil.
Tiefeinstiegsserie, also explizit Tiefeinstieg mit einem sehr hochwertigen Rahmen. Jetzt schon auch einige Jahre in der Kollektion mit drin, immer wieder verbessert worden, auch das gesamte Rad. Wie schwer darf ich denn sein bei dem Fahrrad? Bei dem Rad darfst du 120 Kilo wiegen. Okay, also auch jetzt etwas schwere Personen wäre kein Problem. Es kostet 3.399 Euro, absolute Qualität, mit einem Bosch-Motor und einem 500 Wattstunden Akku. Richtig, genau. Dementsprechend hier auch ganz besonders die stufenlose Schaltung. Von NBA Orlo. Heißt, wir bedienen diese rein über den Drehgriff. Es gibt hier eigentlich nur die Möglichkeit, schwer oder leicht. Warte, ich zeige das mal gerade. Hier oben sieht man es. Und dann ist aber die Trittfrequenz, die bleibt immer gleich? Die Trittfrequenz ändert sich natürlich. Also es ist wie eine klassische Schaltung, nur stufenlos. Aber sie ist das einfachste Prinzip einer Schaltung. Also jemand, der sagt, oh, so viele Gänge, das ist mir alles viel zu kompliziert. Also schwerer Schalter, also im Prinzip wie so ein Lichtdimmer. Ja, genau. Eigentlich ist es ein Lichtschalter, entweder an oder aus. Also es ist wirklich rein der Widerstand, den ich halt verspüre. Wenn ich leichter schalten will, drehe ich einfach am Griff und merke automatisch, wie stufenlos die Schaltung quasi leichter geht oder die Umdrehung der Kurbel. Das ist da hinten eingebaut. Das ist auch zuverlässig? Ja, also verkaufen wir wirklich schon seit einigen Jahren. Vorher war es die Novinci, jetzt ist es umbenannt worden auf Enviolo. Und da haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen und vor allen Dingen halt ein Produkt, was einmalig so im Markt ist. Ja, wenn es nass ist, kann man prima bremsen, denn es hat Scheibenbremsen. Gerade wichtig, wenn man auch ein bisschen schwerer ist, so wie ich. Ich wiege jetzt 87 Kilo und wenn ich da mal einen steilen Berg runterfahre, ist natürlich in manchen Geschwindigkeiten ganz sinnvoll, dass man Scheibenbremsen hat. Richtig, genau. Also Scheibenbremsen haben auch im Trekkingradbereich Einzug gehalten, Mountainbike sowieso. Und das ist mit die beste Bremse, die wir einfach haben, auch was Verschleiß oder Sonstiges angeht. Wir haben keinen direkten Verschleiß mehr auf der Felge. Und vor allen Dingen Nassbremsverhalten ist genauso wie im Endeffekt im Trockenbereich. Ja. Und das Wechseln der Bremsbeläge kann man sogar selber machen? Richtig, wäre durchaus auch möglich. Also wenn ich im Urlaub bin, zum Beispiel, kann ich ihn mitnehmen. Da zeigt man hier einmal, wie das geht. Das macht rein raus. Ist so ähnlich wie beim Auto, bloß viel einfacher. Ja, eigentlich viel einfacher und kleiner. Das ist nämlich hier vorne drin. Ja, nimm mal den Taschenrechner. Das Bergamont eWill Pro City Urban 3.399 Euro durch 36 macht schlappe 94 Euro und 41 Cent. Genau. Richtig. 0%. 0%. Ja, ansonsten müsste man nämlich noch alles angeben. Da ist aber 0% des Timers einfach durch 36. Ja, wenn ich dann quasi ein etwas sportiveres Gerät haben möchte für einen 16-Jährigen. Ja, können wir auch. Sagen wir mal, dann wären wir bei einem Mountainbike. Hätten wir hier drüben. So, der 16-Jährige ist 1 Meter und 72 groß. Ein kleiner 16-Jähriger. Es gibt ja verschiedene Rahmengrößen. Nehmen wir mal den Bereich hier, Mountainbike, jetzt mal ohne Motor, also auch das ist finanzierbar, ohne Probleme. Ab 499 Euro? Ab 499 Euro geht's los, aber wenn man jetzt ein bisschen ambitionierteres Rad nimmt für 1099, das ist eins unserer stärksten Räder auch in dem Bereich von Cube, das Reaction Pro, können wir hier auch die Rechnung mal machen, 1099 geteilt durch 36 sind wir bei 30,53 Euro. Warte mal, ich zeig's mal gerade, das Spiegel gerade ein bisschen etwas steiler halten, bitte. Genau, ja super. Ja, 30 Euro und 52 Cent über 36 Monate. Da kann der Sohn, der das jetzt sieht, dem Papa auch ruhig mal das Video zeigen. Hier, mach mal 30 Euro, 36 Monate, dann kann es auch mal 1100 Euro kosten. Das ist absolute Qualität, die das Bike hat, oder? Ja, durchaus. Also da kann er schon richtig loslegen und viel Spaß mit haben. Schaltung, was für eine Schaltung ist das? Schaltung haben wir Shimano SLX mit XT gemixt. Okay, mit ST gemixt. So, das Ganze hat auch eine Federung? Ja, hat vorne die RockShox-Federgabel mit drin, eine Recon mit 100 mm Federweg, Blockierung dementsprechend auch schon vom Lenker aus. Ja. Auch das hat das Modell schon. Also ich kann damit über Stock und Stein fahren? Ja, also da kann man schon einiges mitmachen und nicht nur der 16-Jährige. So, jetzt möchte ich ein absolutes High-End-Fahrrad haben. Das Beste vom Besten. Zeig mir das mal, was du hast. Das Beste vom Besten. So, zumindest mal das Teuerste. Das Teuerste. Müssen wir hoch. Ja, wir gehen mal hoch. Ja, das hast du ja extra gemacht. Weil ich habe gerade einen Schokoriegel gegessen. Dann musste auch verbrennen. Den hast du jetzt gleich abtrainiert. So, denn hier oben sind noch viel mehr Fahrräder in St. Wendel bei Recycle. So. Das war jetzt nicht ganz das Teuerste, ganz aber ich habe noch mal auf die Marke Husqvarna gesehen. Auch noch mal exklusives Produkt, 6.199 Euro. Also auch ganz klar tolles Bike. Super. Eine Fox-Gabel. Fox-Gabel, Fox-Dämpfer. Also das ist schon die Crème de la Crème. Hier vorne.
DT Swiss Felgen habe ich auch selber. Ich habe auch selber genau diesen Dämpfer habe ich, oder die Gabel und den, nee, den Dämpfer habe ich nicht, aber doch, ich glaube, ich habe ihn, aber er ist nicht sichtbar bei meinem. Also das ist schon richtig top. Was ist das für eine Schaltung, XT? Wir haben hier eine XT, die elektronische, die DI2. Okay, das bedeutet, auch hier ist zum Beispiel das Einstellen von irgendwelchen Seilzügen nicht mehr notwendig? Nein, also es läuft dementsprechend komplett elektronisch und die fahre ich selber zurzeit auch und die funktioniert allerfeinste Sahne. Ja, es hat eine Batterie drin. Ja, hat eine Batterie, beziehungsweise speist sich ja in dem Fall bei einem E-Bike von dem Akku. Ja, der Akku, der hat wie viel Wattstunden? Auch 500? Nein, in dem Fall haben wir 630 Wattstunden bei Husqvarna. So, und der ist auch schön verbaut hier, direkt im Rahmen drin, wenn du den mal kurz aufmachst. Lass mal zeigen. Das ist immer so gemein, wenn der Onkel kommt und mal was sehen will. Der ist direkt drin. Ist aber toll gemacht, oder? Ja, ist super gelöst. Also wirklich vom Einlassen her, auch vom Raus- und Reinnehmen, ist es wirklich eine Top-Lösung. Also haben sie gut hinbekommen. Eine Top-Bremse drin? Ja, Bremse auch. Hier dementsprechend die Shimano 4-Kolben-Bremsanlage. Also da ist Verzögerung gar kein Problem. So, auch dieses Fahrrad kann man kaufen. Es kostet 6.199 Euro mit wirklich Ausstattung vom Feinsten. Ja, zeig mal hin. Also 172 Euro wäre das hier bei 0% Finanzierung. Und das Ganze geht denn wie lange noch? Das Ganze geht jetzt mal den kompletten Mai. Okay, ich darf aber jetzt schon kaufen. Sie dürfen auch jetzt schon kaufen, klar. Ja, ich frage noch jetzt, wenn wir es hinkriegen, senden wir es vielleicht noch im April. Die Aktion läuft schon und von daher können wir direkt damit starten. So, last but not least, wir zeigen mal, also ihr habt ja sowieso ganz, ganz viele Räder, aber wir haben auch Rennräder dort hinten. Das zeigen wir mal ganz kurz, wenn jemand Rennradfan ist. Genau, dann, oder auch Crosser bieten wir hier natürlich halt auch an. Und da haben wir auch eine große Auswahl an dementsprechend verschiedenen Modellen von Scott, Cube, Stevens. Super, da auch mal bitte mal ein Topmodell nehmen, also mit... Ein Topmodell ist jetzt hier nochmal gekommen, das Agree, liegt bei 2,499. So, es hat keinen Motor. Keinen Motor. Es gibt auch mit Motor. Gibt es auch mit Motor, ja, haben wir bei Cube im Sortiment. So, das kostet 69,41 €. Warte mal, jetzt ist scharf. Ja, 69,41 € über 36 Monate bei 0% Finanzierung. Ausstattung gut? Ausstattung ist top. Wir haben eine komplette Ultegra-Gruppe mit verbaut. Ein Newman-Laufradsatz mit drin. Also Scheibenbremse auch dann gleich mit drin. Das ist nicht normal mit der Scheibenbremse. Bei vielen Rennrädern gibt es noch Felgen. Ja, beim Rennrad schon immer mehr. Also wir sehen das jetzt gerade in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Die Hersteller rüsten die Räder immer mehr aus. Es gibt durchaus auch noch Räder mit der klassischen Bremse. Sie ist im Verhältnis schon nochmal einen Ticken leichter. Aber was Bremsperformance angeht, gerade bei Pässen oder sonst irgendwas, bei Abfahrten, hat die Scheibenbremse ganz klar Vorzüge. Was wiegt denn das Fahrrad? Boah, du stellst Fragen. Wenn du es mal kurz hochhebst. mach mal einen Finger hier, den Einfingertest. Ein Finger. Ja. Geht, oder? Geht, ja. Geht. Also es ist wahrscheinlich unter 10 Kilo, oder? Ja, definitiv unter 10 Kilo. Wir können mal bei dem hier schauen. Das liegt bei 2.000 Euro, liegen wir bei einem Gewicht, was nicht draufsteht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber die sind auf jeden Fall leicht. Ja, also hier schauen wir hier. Hier haben wir ein Cube. Wie wird das ausgesprochen? Ein Attain GTC SL Disc Carbon. Ja. Also auch hier in dem Fall jetzt schon den Carbonrahmen. Großes Kino. Das Agree ist im Vergleich das etwas sportliche Rad. Das Attain hat eine komfortablere Geometrie. Ja. Gerade für eine etwas aufrechtere Sitzposition. Ist jetzt im Verhältnis ähnlich ausgestattet. Nur, dass wir hier halt einfach nochmal den hochwertigen Rahmen und halt auch anderen Laufradsatz, Vorbau, Sattelstütze da nochmal etwas besser ausgestattet sind. So, auch hier bitte mal 1999 durch 36 machen. So, 55 Euro wäre jetzt das Angebot bei dem Fahrrad. Genau. Noch mindestens bis im Mai. Ja, richtig. Aber ich sag mal, bestimmte Fahrräder sind im Moment schwer lieferbar, muss man fairerweise sagen. Die Saison hat schon gut eingeschlagen bei dir? Ja, definitiv. Also wir hatten jetzt natürlich über Ostern auch schon ein mega Wetter. Das haben wir direkt gemerkt gehabt. Und wir haben oder sind jetzt schon in der Phase, wo viele Hersteller gewisse Modelle nicht mehr haben. Sag mal den Tag, wo wir gerade drehen, den Wochentag, heute ist? Heute ist der 25.04.
der Wochentage. Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Donnerstag, ja. Also genau. Nicht wundern, Samstag ist hier relativ viel los. Was sind denn Zeiten, wo ich auch mal eine Stunde, zwei gut beraten werden kann? Ich glaube, Samstag ist wirklich viel los. Ja, freitags, nachmittags, samstags sind immer die Tage, die sehr stark frequentiert sind. Also da auch nicht böse sein, wenn da jemand kommt. Es kann dann länger dauern. Wir wollen andererseits halt aber auch gut beraten. Das ist uns halt einfach wichtig, gerade in den verschiedenen Preissegmenten, wo wir bei einem E-Bike eigentlich unterwegs sind, ist die Beratung das A und O und auch die Probefahrt ist wichtig. Generell Probefahrt ist bei jeder Zeit halt auch möglich, es sollte halt trocken sein, aber das sollte jeder eigentlich machen, um das passende Rad dann einfach auch zu finden. So, wir gehen mal kurz runter, machen wir die Abmoderation. Ihr habt es verstanden, ihr teilt einfach den Fahrzeugpreis durch 36. Man darf selbstverständlich auch Zubehör mit addieren. Ist das möglich? Klar, man kann alles mit reinnehmen. Helme? Alles. Schlösser? Alles. So. Ein Servicepaket? So, ich guck mal gerade ganz kurz. Denn ihr habt doch eine riesen Ausstattung hier. Alles, was so Zubehör ist, habt ihr mit dazu genommen. Sogar Top-Helme. Ihr habt auch Full-Face-Helme, also für den Kleinen zum Beispiel. Oder wenn es mal wirklich den Berg runter geht. Ihr seid komplett ausgestattet. Genau, wir haben alles. Also hier ist so die Ecke Head-to-Toe, alles von Kopf bis Fuß. Wo man sich komplett einkleiden kann. Vom Helm bis zum Schuh. Eigentlich alles vorhanden. Eine doofe Frage. Darf ich auch einen Fahrradanhänger durch 36 teilen? Prinzipiell geht das auch. Also sag mir mal unabhängig. Einmal ab 4,99. Oh, zufälligerweise hast du einen Cruiser hier. Zufällig habe ich einen Cruiser hier, genau. Das wäre doch mal ein Objekt. Zwei Kids passen da rein, nutze ich selber. Oder Hunde. Oder Hunde. Hunde gibt es spezielle Hänger, ja. Auch von Cruiser in verschiedenen Größen. Mittlerweile gibt es 4 verschiedene Hängerarten bei denen im Sortiment. Also da ist die Auswahl wirklich groß. Kostet? Der, wie er jetzt hier steht, liegt bei 899. So, mach mal, Rechner. 899. Man kann ja auch jeder selber machen, aber wir machen mal Service hier durch 36. 24,97 €. 0% Finanzierung, da sind wir auch schon. Gehen raus nochmal zum Schild bei WeCycle in St. Wendel. St. Wendel. Und das gleiche gibt es auch natürlich in Riegelsberg, da haben wir auch einen tollen Laden. Genau. Und da steht es auch nochmal, ihr E-Bike wartet hier auf Sie, jetzt losfahren. Da ist es. Ihr seid auch recht leicht zu finden, das zeige ich euch gleich nochmal. Da ist nochmal kurz die Werbung. WeCycle 0% Finanzierung ab 499 €. Jetzt durchstarten. Und ja, wir sind mitten in St. Wendel. Hier ist der Fressnapf. Da ist der Fressnapf, genau. Dekra. Dekra, Hofu Kinderland, Mühlenschuhe, Bostbäckerei. Und natürlich last but not least die Shell-Tankstelle. Wir sind direkt hinten dran. So, das heißt, das ist ganz einfach zu finden. Du hast schon überlegt, da vorne mal ein Schild hinzustellen. Ja, vielen Dank. Dein Name noch? Nico Ockenfels. Ja. Tschüss. Ciao.